Hallo bei den... Was war das? Was hast du gesagt? Bis zum nächsten Mal. Hallo bei den Spielzeugtestern. Heute machen wir die Januar und... Ja, wahrscheinlich die Dezemberbox der Super Geekbox auf. Ja. Wir haben nämlich inzwischen zwei, weil wir die letzten Monate einfach vergessen haben. Jetzt machen wir es. Und wir wissen nicht, wer welche hat. Wir gucken einfach mal. Und jeder darf sich eine Sache schon mal rausnehmen. Ich hab sag mal, welche. Ja, dann kann ich gleich mal gucken, welche Box du hast. Du hast die Dezemberbox. Dann müsste ich die Januarbox haben. November! Die Novemberbox habe ich sogar noch. Was nimmst du zuerst? Das Päckchen? Dann nehme ich auch das Päckchen. Bei mir steht Deadpool drauf. Und bei dir Star Wars! Ich hätte ja lieber Star Wars gehabt. Ist hier irgendwo ein Ratscher zum Aufmachen? Bei mir schon. Du hast einen gefunden? Ja, soll ich dann... Guck mal an. Guck mal, da ist deine Mütze. Ja. Die Mütze, die trägt Hanna auch wirklich gerne. Soll ich dir eine Schere geben? Ich finde auch geil. So. Oh, bei mir stehen die Namen hinten drauf. Ach nee, es sind alles Deadpool, nur verschiedene Nummern. Oh, ich glaube, du hast Chewbacca. Oh, hier steht der Name nicht. Und nee, das ist nicht Chewbacca. Chewbacca ist der Große, du hast so einen Kleinen. Ich weiß nicht, wie der heißt. Vielleicht Sophie Korn. Vielleicht Sophie Korn. Wer weiß das schon? Ihr wisst bestimmt, wie der heißt, ne? Dieser Kleine hier, Chewbacca ist ja der Große. Sieht ein bisschen aus wie Ellie. Hallo. Das sieht aus wie ein Baby. Nein, der hat eine Duschhaube auf, ein Quietscheentchen in der Hand. Und ist das die Brause oder ein Rückenschrubber? Und dann hat er ein Handtuch um die Hüfte. Siehst du das? Ja, und ein Fuß auf dem Schwamm. Meinst du, das ist der Schwamm oder eine Seife vielleicht? Ich habe Deadpool Nummer 2. Die sind echt knuffig, die beiden. Die Kette hier. Eine Kette? Habe ich sowas ähnliches? Ich habe einen Schlüsselanhänger. Meiner war auch ein Schlüsselanhänger. Du hast eine Kette. Und ich habe auch einen Schlüsselanhänger. Guck. Nein. Hanna, du sollst doch was mitbringen zum Thema Sonne, Mond und Sterne. Willst du den mitnehmen? Ja. Gute Idee, ne? Für den Kindergarten. Die haben gerade das Thema Sonne, Mond und Sterne und sollen irgendwas mitbringen. Also wenn das kein Stern ist, weiß ich auch nicht. Und zeig mal deine Kette. Die ist toll. Heiligsblechle. Sieht aus wie ein Flaschenöffner. Die das ist auch richtig schwer. Was soll das sein für eine Kette? Oh, da gibt es zwei von. Hast du noch auch die zweite? Nein. Nee, zeig beide Hälften. Vielleicht hast du die zweite Hälfte. Nee, United we stand, okay. Aber steht beides drauf. Guck mal bei dir. Nee, Hanna, ich habe ja einen anderen. Aber... Hey, du! Meins. Was ist das? Energy. Ein Energy Drink? Ernsthaft jetzt? Oh, schmeckt bestimmt nicht so gut. Ich bezweifle, dass es gut schmeckt. Das kann man nur wissen, wenn man das probiert. Also sowas hatten wir aber noch nie in einer Box, stimmt's? Wir haben noch nie einen Energy Drink gehabt. Möchte auch probieren. Du, damit du gleich noch mehr... Also das ist eigentlich nichts für Kinder. Darf ich zuerst? Ja. Das war meiner. Ja, das war meiner. Darf ich auch mal dran halten? Lecker ist das nicht. Das drehen wir Papa an. Ja. Okay. Ein T-Shirt? Ich habe auch ein T-Shirt. Ich habe... Hey, der sieht aus fast wie der kleine Kerl, den du da hast. Naja, so ähnlich. Ich habe so einen kleinen, weiß ich nicht was. Aber ich habe einen heißen. Waschbären? Ich habe einen heißen Luftballon. Ein Heißluftballon? Oh, du hast ein langärmeliges. Nee, Entschuldigung, du hast es falsch rumgehalten.
Rebel. Nee, das soll, glaube ich... ein Planet sein. Richtig. Ey, du bist gut. Ein Planet hat sie. Und ich habe den kleinen Waschbären hier. Ich habe eine Sticknadel. Was hast du? Ja, die habe ich ja auch. Bei mir steht November drauf und dann habe ich ein Bügelbild mit jemandem, der aus dem Blumentopf rausguckt. Nein, eine Pflanze. Das ist trotzdem Blumentopf. Meinst du, das ist eine Pflanze? Ich hätte gedacht, da guckt jemand raus. Wollen wir beide uns das anhaben? Nee. Ja. Ich habe noch einen Aufkleber. Hast du auch einen Aufkleber? Du hast da ja noch lauter Sachen. Hanna hat ein Bügelbild. Auch von Rebel, passend zu ihrem Shirt. So, ich nehme jetzt das letzte bei mir raus. Ich habe auch das letzte, oh. Socken. Ich habe auch was Braunes. Du hast Socken. Mhm. Ich habe ein Armband. Ein Holzarmband. Oh. Passt dir wie geschmiert. Passt wie geschmiert. 7 bis 13, ja, das wird dir wieder nicht passen. Aber die Socken sind immer schön kuschelig, die ziehe ich immer abends gerne an. Dumm, dumm, dumm. Es hätte sogar einen Piraten gegeben. Schade, ne? Toll. Au, ah, hier au. Sieht man. Und ein Cowboy. Und ein... eine Überraschung und der ist sehr selten. Ja, den haben wir nicht. Wir haben... das ist der Geheimnistäter. Mhm. Das kann ich hier unten lesen. Okay. Da steht, das ist der Geheimnistäter. Okay. Und ein Koch. Ja, also die finde ich schon wieder knuffig. Schade, dass es die Tüten hier bei uns nicht gibt. Ah, und es gibt sogar... das ist der Geheimnistäter. Nee, das ist der Pirat. Nein, der Geheimnistäter. Oh, die hätte ich auch gerne gehabt. Bei dir gibt es auch einen. Ein Geheimnistäter. Ja, wenn du den so nennen möchtest. Wo ist dein Mannequin? Da. So, wie heißt der? Ich komme einfach nicht drauf. So, das war die Super Geekbox für den Monat November und Dezember. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Muss. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen. 5 Sachen. 5 Sachen darf sich Hanna aussuchen. Egal was. Ja. Vielleicht nicht gerade ein Herrenhemd in XXL. Nein. Ne? Das sind mir zu groß. Ja. Mamas. Ich habe schon mal deine Socken angezogen. Mit deiner Bürste gebürstet. In meinen Zähnen. Du hast nicht meine Zahnbürste benutzt, oder? Doch. Nicht dein Ernst, das ist eklig, Hanna. Das macht man nicht.